Psst. Du. Ja, genau du. Gehörst du auch zu denjenigen, die gerne alle 7 Blumenkränze vom diesjährigen Midsommer-Event haben möchten, aber du hast bislang nur 6 Blumen gefunden, weil auf dieser verflixten Karte auch nur 6 der 7 Blumen eingezeichnet sind? Wo zur Hölle ist die 7. Blume? Um die 7. und letzte Blume finden zu können, musst du von der Hauptstory-Quest so weit sein, dass Elisabeth sagt, dass es an der Zeit ist, dir von den Sternenrassen zu erzählen. Denn die 7. Blume bekommst du in Pandoria. Das heißt, schnapp dir dein Anfangspferd und such einen der Risse, die dich rüber in die andere Welt von Pandoria finden. Die befinden sich an jedem Tag an einem anderen Ort. Montags im Spiegelsumpf, dienstags auf den Sonneninseln in Epona, mittwochs in der Schlucht des großen Donners in Epona, am Donnerstag auf der alten Sturmfarm in Epona, freitags auf den vergessenen Feldern beim alten ewigen Baum, auch samstags befindet sich das Portal auf den vergessenen Feldern und am Sonntag ist es in der Nähe des Leuchtturms bei Dew's Farm. Ich verlinke euch dazu in der Videobeschreibung aber auch nochmal eine Internetseite, wo ihr euch genau anschauen könnt, wo sich das Portal wann befindet. Reitest du durch das Portal hindurch, befindest du dich erstmal in einer Zwischenwelt und du musst ein weiteres Mal durch das Portal reiten, um schlussendlich nach Pandoria zu gelangen. Dort findest du die Blume, wenn du dich hinter dem Portal ein Stück weit nach links hältst und einfach geradeaus weiter reitest. Und das war's auch schon. Ihr habt dann die 7. Blume, für die ihr diesen wunderschönen Blumenkranz bekommt. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen mit dem Video, wenn auch du dich noch auf der Suche nach der letzten 7. Blume befunden hast und ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Blumenkränzen und morgen geht's weiter mit der nächsten Folge zum Midsommerfest.